Ich nenne ihn Troy. Ja, weil das ist der Spitznameverein von meinen Freunden. Und ich nehme ihn einfach mal her. Naja, er ist Troy. Ja, heißt er. Ja, sein Auftrag ist jetzt, den Jungen aufzuspüren. Und nun ja, viel Glück. Ja, Verdacht wurde von mir abgewendet. Und ich muss mir echt mal was überlegen, was ich mache bei diesen ganzen Texten. Ja, hier war ganz schön was los. Ja, jetzt übergebe ich ihm das Rätsel ein, was uns der andere Mr. Pokémon gegeben hat, und Lynn springt erstmal zurück. Aber er redet ganz normal weiter. Das ist irgendwie vom Sinn her nicht so cool. Aber jetzt war ich mal hier. Haben. Ja, er wird es hier behalten und untersuchen. Und was? Ich habe einen Pokédex bekommen? Unglaublich. Naja, nicht wirklich unglaublich. Mein Eich verteilt Pokédex an jede kleinen Kinder, die er sieht. Ich meine, damals schon hat er jedes Kind Pokédexe verteilt und hat sie losgeschickt. Das hat er mir auch hingegeben. Ja. Okay, er sagt mir sofort, ja. Nur weil mir Eich einen Pokédex gegeben hat, sagt er sofort, warum ziehst du nicht los und machst alle Arenas? Und dann den Pok und dann die Pokémon-Liga und dann werde ich der Champion. Aber es soll nicht übermütig werden. Ja. Er sagt uns, mach alle Arenas, mach die Liga und werd Pokémon-Champion. Aber werd nicht übermütig. Ja, okay. Also, wenn es sonst nichts ist, dann zieh ich mal los. Ja. Violet City, muss ich mir merken. Da müssen wir jetzt nächstes hin. Mit deinem Niveau solltest du dort bereits einiges erreichen können. Ja, das ist, heißt schon mal, die Arena wird sehr stark sein. Wenn sogar ein Trainer, der seit ein paar Minuten Trainer ist, schon es mit dir aufnehmen kann. Okay, ja. Ja, ich sollte mir eine lange Reise gefasst machen. Bevor ich aufbreche, sollte ich mit meiner Mutter sprechen. Wie sonst auch immer. Also, gehen wir zu unserer Mutter, die uns weiter vollquatschen wird. Yay! Okay, also. So. Jedes Mal, wenn ich Geld einnehme, kriegt sie was, was sie spart. Nein. Ja. Schöne Reise, ja. Gut. Sie haben es doch nicht ganz so zugequatscht, wie ich dachte. Und ja, sie hat gesagt, jedes Mal, wenn ich was einnehme, könnte sie davon einen Teil sparen. Aber dann nehme ich es dir aber ganz ein und trage es mit mir rum. Also, reden wir nochmal mit unseren Feuerriegel. Streckt sich lang und macht ein Päuschen. Ja! Und das Gesicht drüber über ihn ist schon so süß. Nein, ich wollte dich nochmal anreden. Nein, nein. Ah. Okay, es mag uns schon einigermaßen. Glaube ich doch. Und ja, wir rennen gleich mal los und gucken kurz auf die Karte, in welche Richtung wir diese Stadt erstmal hin müssen. Violia City, oder? Okay, ich weiß. Gut, dann gehen wir erstmal dahin und machen uns geschwind auf den Weg. Und was will die jetzt von uns? Ja, mit Hilfe von Pokébällen kann man wilde Pokémon fangen.
Wer hätte das gedacht? Und ja, sie zeigen uns jetzt nicht wirklich, wo man Pokémon fängt. Ach nö. Okay. Und sie springen. Was war das gerade? So funktioniert das also. Man muss sich mit seinem Pokémon ins Gras stellen und wild rumspringen. So fängt man also Pokémon. Okay. Ja, sie führt es mir noch einmal vor. Aber das sah gerade wie seltsam aus, wie die da rumgesprungen sind. Und warum kriegt sie einen Ratzfratz und nicht nur ganze Zeit Ho-Ho-Ots? Und das tue ich ein bisschen beschleunigen. Ich meine, ja, es ist klar, wie man Pokémon fängt. Schwächen und dann Pokéball draufklatschen. Ja. Also. So ungefähr funktioniert das. Ja. Und sie gibt uns endlich Pokébälle. Und ja, jetzt muss ich gucken, was ich mir als nächstes mit Pokémon fangen, also wann mal das nächste kommt. Da ich wirklich nicht weiß, welches Pokémon wo ist oder so. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung von meinem Team. Aber mehr als es auch nicht. Darum, naja, wir werden sehen, was uns über den Weg läuft. Wenn mir ein Pokémon über den Weg läuft, was gut ist, werde ich das natürlich gleich fangen. Aber ich meine, Ho-Tot kann man vergessen. Und ich klatsche nochmal weg. Und nochmal ein Tackle, dann ist weg. So. Gib uns nochmal ein bisschen Erfahrung. Erfahrung ist nie schlecht. Ich meine, wir haben noch nicht mal unsere Feuerattacke. Die müssen wir auch noch lernen. Deshalb könnte es nicht schaden. Und auch hier ist viel Gras. Nein, nein. Ja. Durchgekommen. Okay, noch mehr Gras. Ich renn. Oh, ich weiß nicht, ob ich da unten rein kann. Okay, wir können dazwischen laufen. Okay. Das ist gut. Und da oben ist noch so ein Baum. Ah, ja. Den hole ich mir erstmal noch. Aprikokobaum. Wieder mit einer grünen. Und was wir damit machen können, werden wir schon auch noch gesagt bekommen. Ich weiß es nicht. Okay, hier sind wir mit Rosalia Willi. Willi. Moment. Was habe ich da gerade vorgelesen? Rosalia City. Ja, okay. Jetzt müssen wir gucken, wo es weitergeht. Und ich flüchte. Ich meine, das ist jetzt sinnlos, gegen den zu kämpfen. Und war nicht hier die Trainer? Nee. Das ist zu. Moment. Hier waren die Trainer. Da steht er. Wow. Nein. Du wirkst wie ein Schwächling auf mich. Prima. Dich knöpfe ich mir vor. Ja. Okay. Wenn du meinst. Dann bring it on. Unser erster Trainerkampf. Und da ist ein unglaublich starkes Ratzfratz, mit dem er gerade gewonnen oder verloren hat. Man weiß es nicht. Und ja, mit einem Schlag erstmal über die Hälfte vom Leben weg. Ich meine, ja. Wer ist hier der Schwächling? Okay, Ratzfratz wurde besiegt. Wir bekommen Erfahrungspunkte. Gar nicht mal so knapp. Darum mag ich Trainerkämpfe einfach. Man kriegt einfach die doppelte Menge EP. Gibst du mir deine Telefonnummer? Soll ich kleinen Kindern meine Telefonnummer geben? Ist das so klug? Aber obwohl, er sagt noch mehr Kämpfe. Also einfach mal ja. Man braucht immer ein paar Opfer, die man besiegen kann. Ja, Nummer wurde registriert. Und wenn ihm nach einem Kampf ist, also wenn ihm nach einer Abfuhr ist, also nicht eine Abfuhr, wenn ihm nach einer Abreibung zumute ist, ruft er mich an und dann komme ich. Okay, und hier steht der Nächste, der hat einen Taubsi. Oder auch nicht? Ja, der hat einen Taubsi.
Und. Oh, und der hat sogar zwei Pokémon. Auf jeden Fall, das ist schon mal sein Taubsi, was das unglaubliche Level 2 hat. Ich meine, das wird bestimmt hart zu besiegen jetzt. Oh, es überlebt sogar ein Tackle. Unglaublich. Okay, ja. Boah, es war mit zwei Schlägen, ist es tot. Und was wird sein zweites Pokémon ist auch ein Ratzfratz. Also, wo haben die das Viech her? Das gibt's hier nicht mal. Also, auch mit zwei Schlägen müsste es eigentlich weg sein. Und hoffen wir mal, dass es klappt. Und er macht noch einen Ruckzuckhieb. Ah, und macht sogar vier Schaden damit. Finde ich nicht nett von ihm. Okay, wurde besiegt. Ich halte wieder IP und.